So, ich weiß gar nicht, ob das gerade klappt. Ich nehme mit zwei verschiedenen Programmen gerade einmal die Cam auf und einmal den Bildschirm. Camtasia Studio kann beides auf einmal, aber da ist meine Testversion abgelaufen. Ich war gerade Pilze nicht suchen, sondern finden. Also die waren im Garten einfach so da und habe die einfach mitgenommen, wollte die dann bestimmen. Das ist der Pilz. Und da bin ich, das ist ziemlich simpel, auf Pilzsuche gegangen, 123pilze.de, und habe dann nur 30 Sekunden oder eine Minute gebraucht, um den zu bestimmen. Und das sogar mit hundertprozentiger Genauigkeit, ist zumindest in meinem Fall, und das finde ich eigentlich ziemlich genial. Wollte ich deswegen kurz teilen. Ich habe dann hier bei der Gattung, habe ich dann erstmal geguckt. Der hat hier so Lamellen unten dran. Und die ganzen anderen Dinger hier, die passen da nicht dazu. Also habe ich einfach natürlich den Lamellenpilz hier gewählt. Sporengeber, da am Stiel herablaufen steht da. Das ist ja auch der Fall, dass der Stiel ist ja, ich weiß auch gar nicht, ob man das sehen kann, weil ich kann mich jetzt nicht sehen, wie ich aufnehme. Das ist das Problem. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Also der Stiel fängt ungefähr hier so an und dann geht es so nach herablaufend nach unten. Ist eigentlich auch nicht schwer zu erkennen. Die anderen, die sind ja hier sozusagen horizontal, so eine Gerade sozusagen. Bei der Farbe ist halt so weiß-bräunlich, so ein ganz helles Braun, aber es gibt halt nur weiß und braun und weiß ist es nicht. Geschmack, da habe ich hier so eine ganz kleine Ecke rausgenommen, das war einfach mild. Man konnte nicht sagen bitter oder scharf oder pilzig oder mehlig. Beim Geruch, der Geruch ist Anis. Also als ich zuerst gerochen hatte, war der so fruchtig süß, aber noch stärker nach Lakritz irgendwie. Ist das einzig nächste, was ich so kannte von dem Geruch. Anis habe ich halt noch nie irgendwie benutzt. Und dann habe ich geguckt, ja, wie Anis riecht, oder hab's einfach gegoogelt und dann hab ich gesehen, dass das oft in Sambuca zum Beispiel verwendet wurde oder verwendet wird. Und Sambuca hat für mich früher immer nach Lakritz geschmeckt, also hat es gepasst. Obwohl es auch fruchtig süß riecht gleichzeitig, aber noch stärker nach Anis. Beim Stiel, der Stiel war faserig. Da hatte ich noch gar nichts angeklickt gehabt, aber man sieht vielleicht, dass das hier so. Ja, so Stränge nach unten sind so faserige Stränge auf jeden Fall. Ist es nichts mit Netz, ist es auch nicht knollig, ist es auch nicht brüchig, auch nicht ringförmig und auch nicht schuppengeflockt. Und der Hut, der ist kein ganzer Trichter, der ist nämlich, wie wurde es da genannt, schirmförmig, flach. Aber der ist halt noch relativ flach, beziehungsweise halt wie so ein Schirm. Beziehungsweise, ja, eigentlich sind die anderen ja auch Schirme, aber das ist ja eigentlich so nach oben geklappter Schirm. Und das beschreibt dann ja das, ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das jetzt am wahrscheinlichsten, es war halt kein Trichter und auch kein ganz nach unten geklappter Schirm. Und dann kommen halt die hier, also kommen halt so ein paar raus. Und hier sehen wir halt, es hat keinen braunen Stiel, also ist es der nicht, es hat keinen dicken Stiel, ist auch nicht der, der ist ganz anders. Der hier ist auch ganz anders, der hier würde passen, hat einen weißen Stiel, der hat auch einen braunen Stiel, also ist wahrscheinlich der. Und man sieht auch mit den Lamellen, das passt ziemlich gut und sieht eigentlich ganz ähnlich aus und ja, dann habe ich nochmal drauf geklickt und jetzt nimmt das Programm immer noch auf, das ist gut. Dann habe ich mir nochmal die ganzen Eigenschaften durchgelesen. Geruch, Geschmack, Hut, Fleisch, Stiel, Lamellen, Spornpulverfarbe. Ja. Und womit das verwechselt werden kann. Und das hat dann auch alles gepasst. Verwechselt mit dem grünen Anis-Trichterling, der essbar ist. Veräppliche Anis-Trichterling. Den habe ich mir noch gar nicht angeguckt, den grünen Anis-Trichterling. Auf jeden Fall passt der ja schon ganz gut. Ich klicke jetzt mal auf den grünen Anis-Trichterling. Falls er das jetzt hier macht. Aha. Ja, der sieht auch ganz
relativ ähnlich aus. Wohl eigentlich nicht so, muss ich sagen. Der hier ist deutlich heller. Hell herablauf, leicht herablaufend. Nur das Folgezersetzer, das mit dem Folgezersetzer passt vielleicht auch ganz gut, weil ich den Kompost gefunden habe. Also ich bin auch schon ein bisschen leicht verwirrt, muss ich sagen, dadurch, dass ich diese Ecke gegessen habe. Das enthält halt den gleichen Stoff wie Fliegenpilz. Deswegen bin ich jetzt schon leicht verwirrt ein bisschen, aber ich denke mal nicht, dass ich jetzt dann sterben werde oder so. Ja, einen Kompost habe ich hier gefunden und so drumherum. Und da passt das mit dem Folgezersetzer auch. Da wollte ich nur kurz ein Video zu machen. Bis dann.